Moin moin und willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play ETS 2. Chaotenkonvoi mit dabei, ich fange mal von rechts an, ist der Josh. Hallo, guten Tag. Der Carsten. Moin moin. Der James. Hallo. Und der Julian. Hallo. So, wir sind heute in Zweierteams tatsächlich, nämlich zwei Volvo gegen zwei MAN. So, und wir fahren nach Norwegen. Exakt. So. Ja, wir fahren nach Norwegen. Nach Dänemark fahre ich. Und der Josh und Schweden. Ja, aber voll nur kurz den geilen Schweden. Surfer auf Alter, dem LKW Schweden. Drauf. Bei mir bist du leider grün. Ich habe das Paket nicht. Ich habe auch einen coolen Server bestimmt. Ja, das ist ja auch selber schuld, ja. Das ist eigentlich ein Europa 3 Server. Wo fahrt ihr immer? Also, wer muss denn wo anfangen? Also Montpellier oder wer woanders? James oder woanders? Ich fange in Montpellier an. Ich fange auch in Montpellier an. Achso, cool. Ich muss außerhalb. Das heißt, ihr macht mal zuerst und ich... Ja, ich habe meine schon rechts abgebogen. Ich bieg mal links ab. Josh, der muss außen. Ich muss nach außen, wo wir aufgehört haben, muss ich hin. Wo haben wir denn aufgehört? In so einem komischen Weinherberge da. Ja. Verrachtmarkt. Weinherberge. Verrachtmarkt, sagt er. Verrachtmarkt. Ich kann mich erinnern, ey. So ganz komisch, den James so in Gelb und Blau zu sehen, ne? Ja, ne? Ja. Ich hab das schon ein bisschen gesehen, ein paar Mal. Nee, ich nicht. Weil der Julian, verfolge ich den da gerade? Michelin-Pack sonst nicht hatte. Das ist der Julian, oder? Das kann sein. Bin ich, ist der hinten grau und vorne grün? Ja, wo musst denn du hin? Warte mal. Müssen wir hin? Vielleicht zergleichen? Der fährst auf jeden Fall die komplett falsche. Da ist gar keine Firma mehr. Also ja, mein die Punkt ist schon aus abgerissen geil, worden. Mein Julian. Punkt war irgendwie richtig gut gesetzt. Boah, dieses ja, Navi. Dieses Navi, ey. Nee, ich habe tatsächlich noch einen Punkt gesetzt dieses gehabt. Dieses Navi. Und habe vergessen. Mann, Scheiße. Ey, schlimm. Ekelhaft. So. Nee, wo gar seid nicht. Ihr denn im Moment? Du musst wo nach ist ganz außen am Arsch der Welt. Das war schon richtig so. Ach, du musst nach Carrefour, Ikea oder was? Ich glaube ja. Ach so, warte mal. Wenn wir. Kommt auf an, wo wir hochfahren, dass wir dann vielleicht erstmal meinen Sheet abholen. Weil ich muss nämlich in den Norden, in den Hohen. Wenn wir da eh unten über die Autobahn müssen, wo fahren wir denn dann da lang? Über Santa Balduron dann da hoch oder wie? Santa Bea? Good question. Santa Bre? Santa Barbara? Santa Bre Duron. Santa Claus? Santa Claus Duron. Also wenn wir da rüberfahren, dann will ich erstmal kurz bei mir vorbeifahren. Ja. Mit Schwarzmüller aufliegen. Ey, da kommt uns einer entgegen. Oder soll ich kurz da lang hüpfen? Ja, dann holst du deins und dann hüpfen wir zur Werkstatt wieder. Ich kann doch gerade nicht wenden, weil da gerade jemand ist. Ich wende gerade in der Baustelle, wo du deine Gabelstapler geholt hast. Ja, und die anderen? Also, der Julian fährt Richtung Süden, ich fahre jetzt einmal durch die Stadt, euch einmal Richtung Norden und dann sind wir vollständig. Dann hüpfen wir zur Werkstatt und dann treffen wir uns. Anstatt ihr wartet, bis wir... Ja, ich wollte gerade nicht mit Müller mitfahren, mit ihm so ein bisschen begleiten, dass wir zusammen machen. Ach, wieder mit dem Julian. Oh. Ja, wir wollten das mal wieder gemischte Teams machen, weil er hat ja Volvo und dann wollen wir so Volvo MAN. Ja. Die bist du ja, machen. Anstatt der Julian einfach wartet, bis Carsten und ich unsere Fracht haben, weil wir ja in der Stadt sind und wir dann zusammen haben. Ja, ich dachte hab ich auch fast wäre gedacht. In also der Stadt. St. Alban Duron können wir echt zusammen hinfahren. Ich dachte auch, ich wäre in der Stadt gewesen, ich habe das dann nur zu spät gemerkt. Ach, guck mal, beim Carsten lenkt die hintere Achse vom Auflieger sogar mit. Ja, ist ein Schwarzmüller. Oh, ich habe auch einen Schwarzmüller. Ja, aber da hängt da lenkt die Achse nicht mit. Ich hole mir vielleicht auch ein. Muss ja auch nicht. Ja, wenn, seid ihr denn so? Ich fahre dem Carsten gerade hinterher. Ah, und der fährt kartenfrei oder was? Genau. Ah, aber langsam. Könnte ich mir was anderes verdecken. Guck mal, seid ihr da vorne? Wie chillig bin ich. Ach, guck mal, da seid ihr. Chillig ist er. Chillig. Tatsache, das seid ihr. Ja, da muss ich auch lang. Lubert. So, was ist denn das da? Rechts hoch und dann. Hallo, Carsten. Uah. Ah! Plöpp! Du machst schon direkt Bums. Ja, es hat auch direkt mal umgefallen, ne? Ich bin stehen geblieben. Also, ich hol da mal ab. Ja, hallo, James. Nein, du bist mir in die Seite gefahren. Nein, du bist da einfach so ganz eng an mir vorbeigefahren. No. Ich konnte gar nicht mehr weg. Ich habe übrigens jetzt richtig sinnvoll Geld ausgegeben, ne? Machst du ja immer. Richtig, aber so richtig sinnvoll habe ich Geld ausgegeben. Ja? Ich habe jetzt das Michelin-Pack. Boah, ja, habe ich mir gedacht. Hammer, ne?
Hast du Hui Cargo schon? Aber nicht, weil ich das haben möchte und weil ich das haben wollte, sondern einfach aus dem Grund, damit gewisse Personen hier in der Aufnahme die Klappe halten. Und ich benutze eigentlich auch aus Protest nur die Reifen, mehr nicht. Mhm. Ja, auf die Reifen kommt es ja auch in der Hauptsache an. Echt? Also ich sehe... Genau, du holst dir immer so auf deine Cabin-Accessoires einen runter. Damit du da nicht immer so oft tanken musst, Julian. Das bringt bestimmt echt viel. Wir müssen ja viel. Immer auf dich warten, Mann. Ich glaube, das bringt bestimmt viel, dass man da so eine coole Reifen hat. Naja, es sind diese, Eco-Reifen. Oh, Eco-Reifen. Oh. Weißt du, Veganer sind auch Eco, tun der Umwelt aber trotzdem nicht gut. Die haben, sorry, aber ich sehe Soja auch. Da haben sie. Ihr habt keinen Sinn für Technik. Was? Echt nicht. Was? Was? Nochmal. Wer steht Informatik neben? Weiß ich nicht. Sagen die beiden zu den beiden Informatikstudenten. Ja, schauen wir mal den Schwarzmüller hier. Ihr seid Shitschnacker. Kein Sinn für analoge Technik. Ja gut, wir sind halt auch nicht aus dem 19. Jahrhundert. Doch, sind wir wohl. Aber wir sind... Ihr fahrt doch auch, also zumindest Josh, der einen Führerschein hat und Carsten ja sowieso, ihr fahrt doch auch Autos mit Reifen, oder? Die sind sehr analog. Sehe ich nicht. Nee, das sind digitale Reifen. Nur du fährst analoge Reifen. Welchen nehme ich denn da? Den mit Schwarz... Ja, da steht Schwarzmüller drauf. So, Schnittblumen nach Malmö. Schnittblumen fährt der Kerl. Ich hab jetzt eine Tonne Fracht, das du ist... Du hustest doch nur dein Gaspedal an und bist schon weg, oder? Vermutlich auch mit einer Tonne, wobei wird das bestimmt simuliert. Ja klar wird das simuliert. Hallo Carsten. Hallo. Tu mir nix. Du bist mir da so... Mann. Gotti. Auf die Sache. Schneidet mich, ey, und dann bin ich schuld. So, Schwarzmüller, intelligente Fahrzeuge. Ach, ich habe tatsächlich jetzt Schwarzmüller draufstehen, weil den gab es nämlich nicht mit Schwarzmüller mit Firmenaufkleber. Ups. So, wo seid ihr denn jetzt eigentlich Schönes? Bei der Werkstatt. Da, wo du bist. Auch bei der Werkstatt. Ah. Ach nee, cool. Das ist der Julian. Ja, da brauche ich noch ein bisschen spannender Werkstatt bin. Tiff, 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 tucker, tucker, tucker. Töff, töff, töff. Töff, töff, töff. Tucker, tucker, tucker. Ich mag Züge. Nein, da kommt man jetzt einen entgegen auf diesem engen. Seid ihr Zug gefahren? Nein. Ich bin Zug gefahren. Zug. Och nee, ach, der wartet sogar. Ach, das ist ein Lieber. Das ist ein guter. Du bist ein guter. Begegnet dir ein Lieber? Oh, der hat auf diesem engen, komischen Dings. Boller, Teilwagen, Dings, wie heißt das? Dings, Boller, Teilwagen, Dings. Nee, da wo so viel Feldweg ist, auf dem Feldweg hat der gewartet und mich vorbeigelassen, weil der eng ist. Weil der eng ist? Kann es sein, dass die Anhänger wieder verändert haben hier? Warum? Teilweise, von den Farben? Dieses Globus kommt mir irgendwie gar nicht bekannt vor, so von den Farben. Oh, also mal, ich muss erstmal gucken, dass ich da auf Karte, dass ich da nicht vor Falschen war. Na, ich würde nämlich schon falsch fahren. Oh, ja. Guck mal, hier ist eine Tankstelle. Ah, das ist ich hab gerade eine Tankstelle entdeckt. Esso. Der Eco. Ja, sag ich doch. Hier ist sogar Dual-Tanking. Boah. Dual-Tanking? Dual-Tanking ist das beste Tanking. Ja, das geht schnell, flott und du ging nur 40 Liter rein. Multithreading. Genau, Multithreading Tanking. Wobei, das wäre dann, wenn du bei dir zwei Zapfhähne reinhältst. Mhm. Was ich halt auch irgendwie wieder rein. Komisch anhört, so. Nein, gar nicht. Na, schalt da mal zwei Zapfhähne rein, oh ja. Hallo, Carsten. Hallo. Hallo. So. Ja. Bin ich auch gleich an der Werkstatt. Das muss ich da noch eben schnell? Da muss ich noch freifahren. Da muss ich noch freifahren. So, tough. So, nochmal eben auf die Firma rauf, ne? Ja. Ne? Ja. Dann fahr ich noch schnell zur Werkstatt. Ja, die Werkstatt. Gleich ist, ne? Ja, ich bin da auch schon Werkstatt.
Ich mit einer Tonne Blume kann fahren sehr schnell. Der Busbahnhof. Ah, Bus. Oh. Der Zoppe. Der Carsten ist bei den Bussen. Hm. Der ist aber nur leider kein Bus. Das ist schade. Ja. Wie traurig. Ist es schade, ist es das? Ist es schade. Jo, ansonsten Routenplanung. Können wir da gleich mal langsam gucken, so irgendwie. Ja, da kommt einer. Alf Routenplanung. Das war der Carsten. Also ich muss jetzt hier zurück angeblich. Also wir sind jetzt hier an Montpellier am Werkstatt am sein. So. Dann fahren wir wahrscheinlich über Saint-Alban-du-Rhône. Also zumindest knapp dran vorbei. Wahrscheinlich, vielleicht. Können wir wieder irgendwas freischalten? Habe ich mir auch gerade gedacht, irgendwas Schönes haben. Ja, ich habe eine Tonne Schnittblumen, die müssen gekühlt werden. Bestimmt. Wir können bei Frankfurt da die Straße hoch. Damit die frisch bleiben. Ja, frische, frische Blumen. Voll fresh. Yo. Frische Blumen, yo. So. Dann lass mal gucken. Also, ich hab einen Routenvorschlag, wo wir ein paar coole Landstraßen haben. Also, wir sollten ja potenziell zuerst nach Malmö und dann wieder nach Odense rüber und dann da hoch. So war Moment, so. War, glaube ich, so die. The thing to be. So, was du habe vor? Also, werden wir erst, also grobe Richtung nach Malmö. Ist zuerst war dann, wir fahren wieder rüber und dann nach hoch. Habe ich gedacht, also, haben wir so gedacht. Fahren wir also quasi über Erfurt, Leipzig, Berlin, Rostock. Warum fängst du eigentlich im Norden an? Lass uns doch mal im Süden. Genau, also fangen wir mal im Süden an. So. Also, an Saint-Alban-du-Rhône fahren wir vorbei. Ja. So. Dann über die Stichstraße. Dann. Diese Stichstraße, Landstraße, da wo der Bagger ist, nach Generve. Mhm. Dann Bern, Zürich, Stuttgart. Also als Stuttgart also, lassen wir quasi auf der A81, lassen wir Stuttgart rechts. Was ist denn, wenn wir anstatt über Zürich vorher schon da diese Dingstraße nach Straßburg? Ja, will meiner sowieso lang. Ja, meiner auch lang. Ja, habt ihr schon Mannheim, nach der Mannheim, Frankfurt Mannheim. Und dann Kassel, Hannover? Ja, aber da würde ich eher hat Richtung die Landstraße über Leipzig hoch. Ja, oder nach über Magdeburg, da ist so eine Landstraße. Die bin ich schon gefahren. Noch nie. Seid ihr denn schon die Landstraße gefahren, die von Kassel nach rechts abgeht? Nein, die bin ich noch nicht gefahren. Kassel rechts, die nehmen. Dann nehmen wir doch die, dann also nach Kassel hoch. Und dann rechts. Über Leipzig, Berlin. Oder über Magdeburg oder über Berlin. Weil das aber nach Magdeburg. Könnte ich Leipzig endlich freischalten. Ach so, ja dann. Hey, wieso hast du Leipzig noch nicht freigeschaltet? Nach Leipzig rein, ne? Fahren wir dann da rein? Nee. Nein, die fahren wir da eher vorbei. Warum nicht kurz reinfahren? Tut doch keinem weh. Doch, du dann Zeit. Länge, streckere Länge hast. Fahren wir dann rein oder nicht rein? Wenn ich reinfahre, dann könnten wir nämlich nördlich von Magdeburg die Landstraße nehmen, die rechte. Mhm. Nach Rostock. Mhm. Habt ihr Magdeburg schon frei? Ja, als Stadt schon. Ja. Okay, ich nicht. Ja, ist okay. Ja, also das würde mir auch eher gefallen, dann die Landstraßen hoch. Also dann, da wo diese Tankstelle ist, dann bis Rostock und dann Rostock übersetzen, Trelleborg und dann. So, ja, habe ich jetzt so eingestellt. Und dann Malmö nach Dreckertrans, so und dann gucken wir weiter. Und dann nach Rostock. Von dann Rostock war? Nee, übersetzen nach Malmö dann. Malmö. Und dann nach Dreckertrans und dann gucken wir da mal dann weiter Richtung Aalborg und dann. Ja, schauen wir mal. Ja, da gucken wir da mal. So, jetzt haben wir alle eine Route einprogrammiert, die sich wahrscheinlich in einigen... Nein, nicht verändert. Nee, die bestimmt bei allen gleich jetzt. Ja klar, die bei allen gleich. Wir sind die doch ist tatsächlich blöd. Gleich. Echt? Wir haben bestimmt jetzt auch so aufeinander gehört, dass wir jetzt die gleiche Route haben. Also ich habe auf dich gehört. Ich habe auch auf dich gehört. Meiner lohnt mich wirklich gut, was ihr gesagt habt. Ich hoffe mal, ich habe es richtig verstanden. Ich fahre einfach hinterher. Ich hoffe, du hast es richtig gesagt. Ja, und dann da so, denn die Straße und dann Nord und Süd mal verwechselt, aber ansonsten habe ich schon. Oh, glaubt ihr können, oder? Nee, ist gut. Ja, wir können. Rot. Oh. Ja, gut, dann fahren wir. Fahren wir halt über Rot. Ja, toll, direkt 360 Euro weniger. Fängt ja schon toll an. Das, lass den Aufstieg einfach stehen, Carsten. So. Lass ihn einfach stehen. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Interessiert. Wir müssen nochmal von vorne anfangen jetzt. Kannst du dir klemmen? Ja, dann schmeißen wir 15 Minuten halt weg, Euro die wir weniger, in Montpellier gefahren sind. Muss ich zurücksetzen, den Speicherstand und so. Ja,
ja, ja, ja, bestimmt. Ja,